Während sich Neymar mit Brasilien auf die WM vorbereitet, steht er im Mittelpunkt eines neuen Transfergerüchts. Wie die Sun schreibt, plant nämlich Real Madrid ein 349 Millionen Euro schweres Angebot für den PSG-Stürmer. Neymars Vertrag soll eine Ausstiegsklausel über 300 Millionen beinhalten und außerdem die Einschränkung, dass er erst ab dem 1. September wechseln darf. Zu diesem Zeitpunkt ist das Transferfenster aber bereits geschlossen, damit wäre der Superstar erst 2019 spielberechtigt. Deshalb planen die Königlichen noch 49 Millionen draufzulegen, um diese Einschränkung zu umgehen. Der Mirror bringt zudem Gareth Bale als Teil des Deals ins Gespräch. Mario Götze wünscht sich eine erneute Zusammenarbeit mit seinem Ex-Coach. 2016 hatte Jürgen Klopp Interesse, dass ich nach Liverpool komme, verriet der Offensivspieler in der DAZN-Doku Being Mario Götze. Mein Interesse war auch da, mit ihm zu arbeiten. Das ist noch immer da, so der Weltmeister von 2014 weiter. Dass er damals vom FC Bayern nach Dortmund gewechselt sei, sei keine Entscheidung gegen Klopp oder Liverpool gewesen. Mit seinem Ex-Trainer gewann Götze zweimal die deutsche Meisterschaft. Vielleicht sehen wir Gonzalo Higuaín bald in England. Ich würde gerne in der Premier League spielen, diese Liga fasziniert mich, sagte der Juve-Stürmer bei ESPN. Als mögliches Ziel nennt der Mirror den FC Chelsea. Ich trage den HSV tief in meinem Herzen. Klar würde ich nach meiner aktiven Karriere etwas zurückgeben, sagte Raphael van der Vaart der Fußballbild. Allerdings habe er vorher noch eine Saison als Spieler im Tank.